Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nintendo News, präsentiert von RetroPlays.com. Erster Link ist unten in der Beschreibung und das ist quasi das eBay für die Retro-Fans und natürlich auch für aktuellere Spiele, aber Hauptsache physisch. Und wenn ihr ein bisschen auf die Artikelbeschreibung achtet, auf Fotos und auch auf den Zustand, den der Anbieter angeben muss, dann bekommt ihr echt Top-Sachen. So, die letzten 10 Bestellungen sahen wirklich nach dem Zustand, wie sie beschrieben waren, top und neuwertig aus. Unten ist der Link und jetzt legen wir los mit der News. Seid ihr zufällig am 7. Mai in London unterwegs, dann könnt ihr euch eine ganz besondere Show angucken und zwar im Center of Computing History. Da geht es nämlich im Speziellen um GoldenEye und die Entwicklung mit Originalentwicklern. Zum Beispiel Brad B. Jones, Dr. David Doak und Martin Hollis, die damals bei der Entwicklung des Originalspiels dabei waren. Aber viele andere Sachen soll es auch noch geben. Zum Beispiel endlich mal eine Version direkt auf der Xbox 360, die nie rausgekommen ist. Aber kleiner Tipp, ihr bekommt sie im Internet. Wir haben sie schon im Stream gespielt und Microsoft scheint momentan jedenfalls noch nichts dagegen zu haben. Aber es gibt auch noch Concept Arts, eine 4-Spieler-Erfahrung, die ihr so noch nicht kennt und so weiter und so fort. Und sobald es neue Details von dem Ding gibt, dann werdet ihr sie hier natürlich erfahren. Hoffen wir einfach mal, dass bald die neue Version rauskommt und vielleicht ja auch zu diesem Termin. Nintendo und die Pokémon Company, die können sich mal wieder freuen, denn Pokémon Unite wurde mittlerweile über 70 Millionen Mal runtergeladen. Sicherlich nicht so ein Riesenerfolg wie ein Pokémon Go, aber Pokémon zieht immer noch und ja, bringt auch eine ganze Menge Microtransactions in die Kassen von der Pokémon Company. Habt ihr das Spiel schon mal gespielt und dachtet ihr überhaupt, das läuft noch? Bei mir ist es völlig untergegangen. Lasst gerne mal eure Meinung unten da. Ein kleiner Überraschungserfolg ist allerdings Big Brain Academy, zumindest in Europa. Und da konnte sich gegen ganz andere Kaliber von Spieletiteln durchsetzen. Und das finde ich doch schon ein bisschen erstaunlich, denn ich muss sagen, die Nintendo Switch-Version ist bei mir ein bisschen untergegangen, wenn ich ehrlich bin. Unter anderem wurden zum Beispiel die Grand Theft Auto The Definitive Trilogy, was auch ein richtig großer Erfolg ist, und Forza Horizon 5 zeitweise richtig krass übertroffen. Und das überrascht mich dann schon. Allerdings ist das sicherlich auch eine Preissache. Das Spiel gab es schnell für 25 Euro und wurde natürlich auch wegen des pädagogischen Mehrwerts mal für das eine oder andere Kind mitgenommen. Habt ihr das Spiel gespielt? Lasst gerne mal eure Meinung unten da. Kommt es überhaupt an die DS-Teile ran? Ich bin echt gespannt auf eure Meinung. Capcom wird nicht müde zu zeigen, was auf der Nintendo Switch möglich ist. Und so gibt es 2 neue Videos zum Monster Hunter Rise Sunbreak. Und ich muss sagen, das hat nochmal ein kleines grafisches Update im Vergleich zum Original Monster Hunter Rise erhalten. Ja, natürlich nicht wie ein Monster Hunter World oder ähnliches, aber es zeigt gut, was die Nintendo Switch in Zusammenhang mit Open World kann. Dazu hat man noch einen riesen Endgegner gezeigt und einen riesen schönen Bossfight. Allerdings will ich nicht allzu viel hier einblenden, bevor man dann irgendwie wieder Spoiler ruft. Lasst euch also gerne überraschen und ja, danke Capcom, dass ihr zeigt, was die Nintendo Switch alles so drauf hat. Tetris 99 erhält nach über einem Jahr ein neues Update auf die Version 2.3.0. Und Nintendo sagt, das ist eigentlich nur wegen der Spielstabilität und so weiter und so fort. Allerdings gibt es mal wieder so ein paar Dataminer, die sich den Quellcode angeguckt haben vom neuen Update. Und die haben festgestellt, hey, es könnte sein, dass die Sachen, die in Events freigeschaltet wurden, wie zum Beispiel neue Hintergründe oder neue Musik, später per Patch einfach noch nachgereicht werden. Dann gibt es sozusagen die Complete Edition davon. Mal sehen, ob das auch so erfolgen wird. Advance Wars Reboot Camp hatten wir ja schon in der letzten Nerd News, allerdings will ich es hier nochmal ganz kurz aufrollen, denn einige Spieler konnten das Spiel bereits spielen, obwohl es ja laut Nintendo verschoben wurde wegen dem Ukraine-Konflikt. Und ja, das ist interessant, denn diese Leute haben das Spiel vorbestellt und preloaded, bevor Nintendo die Verschiebung bekannt gegeben haben und seitdem war die Nintendo Switch nicht mehr online. Eine Userin hat es allerdings ganz besonders getroffen und das war Rachel bzw. @killTheTH. Und die hat ein paar Screenshots von der Kampagne online gestellt und hat sich so gedacht, naja, was soll schon passieren? Und ja, sie war allerdings eine der wenigen, bei denen das überhaupt geklappt hat. Und jetzt kommt mal wieder Nintendo und hat gesagt,
nimm die Dinger mal bitte runter und bitte verbinde deine Nintendo Switch jetzt online, damit wir das Spiel sperren können. Und ja, das hat sie dann auch gepostet. Eigenartige Vorgehensweise, zumindest gibt es keinen Ärger mit Nintendo in Sachen Anwälten, wenn das überhaupt möglich gewesen wäre. Aber ja, die letzten Möglichkeiten, Advance Wars früher zu spielen, sind jetzt wohl weg. Sicherlich wird sie nicht die einzige Userin sein, die das gespielt hat. Da wird es sicherlich noch den einen oder anderen geben, der es halt nicht öffentlich gemacht hat und jetzt weiterhin seine Freude daran hat. Rachel hat das Spiel jetzt zurückerstattet bekommen, kann allerdings, sobald das Spiel vorhanden ist, ihre Save Games nicht mehr mitnehmen. Kirby und das vergessene Land scheint ein echter Riesenerfolg für Kirby zu sein und ich fühle mich irgendwie in 1996 zurückversetzt, wo jedes Spiel nur 3D sein musste, um erfolgreich sein zu müssen. Und das habe ich jetzt auch irgendwie den Eindruck, dass das Kirby echt gut tut. Das erste 3D-Abenteuer hat es nämlich auf Platz 3 auf das Siegertreppchen geschafft, hinter Elden Ring und Gran Turismo 7, was auf Platz 1 ist in Europa. Und ja, da muss man echt mal sagen, Respekt, schön, dass es so gut geklappt hat. Und ich hoffe auch, dass es einfach in Zukunft weitere 3D-Titel von dem rosa Flummiball geben wird. Nintendo reagiert schnell und unkompliziert. Das haben wir in letzter Zeit nicht oft gehört, ist jetzt allerdings tatsächlich so passiert. Denn laut der Competition and Markets Authority, kurz CMA aus Amerika, musste man einige Anpassungen vornehmen. Und zwar unter anderem, dass Jahresabos automatisch verlängert werden. Also im Grunde genommen ist der Schalter auf On. Den hat Nintendo jetzt auf Off gestellt und die Jahresabos werden nicht weiterhin automatisch verlängert. Das liegt aber auch vor allem darin, dass es neue Verbraucherschützergesetze gibt in Europa, die sagen, nach 2 Jahren muss ein Vertrag automatisch auf den Monatsvertrag umgestellt werden. Kann den Vorteil haben, dass ihr nicht daran denken müsst, das zu kündigen. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch so, dass Monatsverträge meistens teurer sind und ihr dann automatisch daran denken müsst. Aber immerhin könnt ihr nach 2 Jahren jederzeit automatisch kündigen. Übrigens auch bei Handyverträgen. Wir starten mal wieder mit den Neuerscheinungen für die Nintendo Switch und das erste ist quasi kostenlos, wenn ihr das Expansion Pack für Nintendo Switch Online habt. Wusstet ihr eigentlich, dass Nintendo Switch Online mittlerweile seit 2018 existiert? Also knapp über 4 Jahre und irgendwie hat sich noch nicht so viel getan. Ich bin mal gespannt, wann Nintendo da was machen wird. Aber es gibt natürlich noch weitere Neuerscheinungen und die sind diesen Monat richtig interessant, denn Nobody Saves the World ist ein richtig interessantes RPG, denn ihr spielt einen Niemand und der rettet die Welt. Und das ist halt richtig sympathisch gemacht. Schaut euch gerne mal da den Beitrag von Game 2 an. Den habe ich sehr gefeiert. Der erklärt das Spiel sehr gut. Weiter gibt es allerdings Tormented Souls. Und wer ein bisschen auf die klassischen Resident Evils steht, der wird auch daran Spaß haben. Und man hat sogar noch ein paar Elemente von Silent Hill mit eingefügt. 19,99 € kostet das Ganze und Nobody Saves the World kostet 22,49 €. Zu guter Letzt für 14,99 € Don't Starve Together und wenn ihr schon den Vorgänger habt, Don't Starve, dann bekommt ihr 40% Rabatt, denn ihr könnt das jetzt zu zweit spielen. Allerdings ist der Spielinhalt nicht so krass unterschiedlich. Natürlich gibt es aber auch diesen Monat wieder ein paar günstige Spiele, falls ihr sagt, ha, das ist alles nix für mich. Aber zum Beispiel Rollercoaster Tycoon 3 hat einen neuen Tiefstand erreicht. Mit 10,49 € habt ihr das komplette Paket mit allen DLCs. Und ich sag's mal so, Rollercoaster geht eigentlich immer, ist ein geiles Spiel. Super Bomberman R ist das nächste Ding in der Liste für 4,49 € und das Spiel hat man echt zum Release der Nintendo Switch 2017 rausgebracht und über die Jahre schön gesund gepatcht. Den Multiplayer-Modus gibt es zwar kostenlos, aber wer mehr auf Singleplayer steht, der kann sich das auch mal gönnen. Das nächste ist dann Quake und das ist nochmal 1 € günstiger geworden, war vor ein paar Wochen noch für 4,99 € im Angebot und ist jetzt für 3,99 € im Angebot und wird auch immer weiter geupdatet. Genauso wie die Doom-Teile, die auch ab und zu neue Updates bekommen mit neuen Leveln und so weiter. Und zu guter Letzt This War of Mine und das ist im Anbetracht der aktuellen Situation ein wichtiges Antikriegsspiel für gerade mal 1,99 € in der Complete Edition. Also es gibt alle DLCs und ja, es gibt auch ein DLC, da erlebt ihr den Krieg aus Sicht eines Kindes. So, das war es dann allerdings mit der Nintendo News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gerne den Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.